Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen besonderen Unboxing. Tauschpaket. Okay, neu ist es nicht. Ich habe ja schon öfters ein Tauschpaket gehabt. Das ist das Trash-Tausch-Wanderpaket. Das ist, glaube ich, auch das letzte, wo ich mit dabei bin. Also jedenfalls Trash-Wanderpaket. Ich habe ja noch ein Newborns-Wanderpaket. Genau. Und das ist jetzt von der lieben Sophie gekommen. Oh, es ist reichlich schwer auf jeden Fall. Sehr reichlich schwer. Und das werden wir jetzt natürlich miteinander auspacken. Wie gesagt, es kommt von der lieben Sophie. Und weiter geht es dann an die liebe Lydia. Aber natürlich sind alle, die mitmachen, unten verlinkt. Und auch die Videos könnt ihr bei denen auf den Kanälen finden. Würde mich freuen, wenn ihr dann natürlich auch vorbeischaut. Ja, bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und einmal Boxen-Gewinnspiele ist auf jeden Fall immer online. So, dann machen wir mal das Monster-Paket auf. Also, die liebe Sophie hat es anscheinend eh in ein kleineres Paket gequetscht. Es wurde schon komprimiert. Also mal gucken. So, machen wir mal auf. Das erste, was wir hier haben, ist einmal ein Zettel. Hallo Mädels, ich habe dieses Mal für jede von euch eine Maske reingetan. Für mich ist es jetzt die letzte Runde. Ich möchte meine Sachen auch nicht mehr zurückhaben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch noch ganz viel Spaß. PS, bleibt alle schön gesund, denn das ist das Wichtigste. Liebe Grüße, Doreen. Oh, danke, liebe Doreen. Sehr, sehr schön. Einmal eine Maske, und zwar die Balea Retinol Maske habe ich bekommen. Danke auf jeden Fall. Ich schade, dass du nicht mehr dabei bist, aber ist halt so. Dann haben wir noch ein Säckchen, logisch, und zwar für jeden eine Maske. Eure Gina. Sogar drei, die ich aussuchen könnte. Ich glaube, ich nehme die Kokosmaske. Ich bin totaler Kokosfan. Da muss die Kokosmaske auf jeden Fall sein. Danke, liebe Gina. Auch ja, freue ich mich auf jeden Fall. Aber ich denke, es geht genauso weiter, wie es angefangen hat. Dann einmal. Moin Mädels, ich hoffe, wir hören nie damit auf. Sucht euch bitte ein Teilchen aus. Seid gedrückt von der Mieze Lydia. An die beste Trashy-Gruppe App. Dankeschön. Oh. Zaya würde mich interessieren, aber die Gelmaske auch. Aber Zaya habe ich jetzt die letzte Zeit, habe ich das letzte Mal erst bekommen. Ich glaube, ich nehme die Beauty Mask. Die Gelmaske spendet Feuchtigkeit mit Ginkgo und Hafer. Oh ja, mit Hafer muss fast sein. Bin ich massenmäßig wieder gut ausgestattet mit euch. Aber es ist jedes Mal so. Ich freue mich jedes Mal so wahnsinnig drauf. Einfach toll. So, dann einmal. Hallo ihr Lieben. Dieses Mal gibt es Lippenpflege. Natürlich unbenutzt. Nehmt euch bitte alle einen. Alles Liebe. Eure Cassandra. Lippenpflege auch noch, ja Wahnsinn. Wir haben einmal Lemon Lip Balm, einmal Apple und einmal Strawberry, denke ich, ist das. Ja, da glaube ich, Lemon oder Apfel. Aber ich glaube, Lemon habe ich so viel. Ich nehme jetzt mal Apfel. Apfel habe ich bestimmt noch nicht. Lemon kann schon sein. Dann, das glaube ich, dürfte der Rest von mir sein, wenn ich mich nicht alles täusche. Genau, das ist der Rest von mir. Da sind zwei übrig geblieben. Die werde ich dann rausnehmen. Dann wird da was Neues reinkommen. Überlege ich mir aber noch was. So, und dann haben wir hier für jede einmal Goodies von Sophie. Da haben wir ja auch einiges drin. Wahnsinn. Ihr befordert mich wieder gleich. So, 2022, Dezember. Hier ein wenig Platz für ein paar persönliche Worte. Hallo ihr Süßen. Danke, dass ihr alle dabei seid. Für jede ist ein Goodie im Säckchen. Wer mag, darf die Karte behalten. Fühlt euch gedrückt, eure Sophie. Du bist wertvoll, du bist gut genug, du bist super cool, du bist wichtig, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist stark. Gib bitte niemals auf im Leben. Sehr schöne Karte. Aber ich bin kein Kartensammler. Oh, das wäre auch toll. Schwierig. Oh, die Lippenmaske und Beauty. Aber ich glaube, die goldene, die habe ich. Aber ich will die Lippenmaske unbedingt testen. Intensive Kiss oder Luxurious Lips. Aber ich könnte auch für meinen Mann Badekristalle nehmen. Aber nein, ich nehme mal was für mich, obwohl ich habe was. Nein, ich nehme die Glitzer-Lippenmaske. Danke, liebe Sophie. Mega. Da freue ich mich auf jeden Fall. War echt nicht leicht. Oh, Badesalz oder Maske. Okay, das tue ich später rein. Das bekomme ich jetzt nicht rein. Das dauert zu lange. So, ich muss mich nämlich beeilen. Ich habe eigentlich sehr viel zu tun. Und dann, denke ich, haben wir das erste Säckchen mit Produkten. Und zwar haben wir zwei Paletten und eine Maske. Eine Bella Pia Palette. Blush Palette. Die ist ja auch schön. Es fängt ja schon wieder gut an. Die Aktivkohlemaske, die habe ich normal und die habe ich auf jeden Fall auch. Sogar noch nagelneu. Also die habe ich. Bella Pia. Kommt auf den Vielleicht-Stapel, aber ich tue mal alles dabei wieder rein. Dann das nächste Säckchen. Ja, fühlt sich nach Nagellack an. Also nichts für mich.
Wir haben hier einmal von Puffin Beauty Thickening Texturing Balm. Brauche ich leider nicht. Nochmal was, und zwar Heat Protection and Memory Balm. Brauche ich leider auch nicht. Von Catrice einmal die Pearls, die habe ich leider schon. Skin & Co. Face Gommage habe ich leider auch schon. Was ist das? Ein Spiegel einmal. Ein kleiner süßer Spiegel. Der ist ja süß. Aber Spiegel habe ich auch schon. Hilft mir nicht. Ja, Nagellacke, die kann ich eigentlich gleich drin lassen. Das wäre eigentlich schöne. Essence G-Look. Schwarzer Nagellack. Den könnte ich eigentlich fast für meine Schwester rausnehmen. French Manicure. Und dann einmal Perfect Matte Make-up von Reval Loves Me in 01 Vanilla. Das könnte farbmäßig echt passen. Die bleibt mal draußen. Und dann einmal Magic Finish. Das habe ich selber. Einmal Altera Hyaluron Concealer mit Bio-Rosenwasser. Der wandert leider auch weiter. Noch einmal ein Nagellack und einmal ein Gloss von Hypoallergenic. Nein, wird weiter wandern. Aber das Make-up, das bleibt auf jeden Fall schon mal draußen. Make-up habe ich heute auch noch nicht so viel. Und dann haben wir noch leckere Süßigkeiten. Ich denke, da soll sich auch jeder eins nehmen, vermute ich mal. Dann werde ich mir auf jeden Fall einen Snickers nehmen. Ich liebe Snickers. Aber Lindt wäre auch dabei. Nein, ich bleibe beim Snickers. Aber die Lindor-Kugel. Nein, ich habe jetzt so viel aus dem Lindt-Adventskalender, das muss mal was anderes sein. Und hier haben wir noch eine Maske, Maskenbeutel, die ich übersehen habe. Und zwar. Hallo ihr Lieben, bitte nehmt euch eine Maske. Liebe Grüße, Margarita. Genau, und da haben wir einmal Antifaltenmaske und pure Feuchtigkeit. Ich nehme jetzt pure Feuchtigkeit, weil ich glaube, ich falte auch nicht so viel. Danke, liebe Margarita, das freut mich auf jeden Fall auch. Und dann haben wir hier eine Täschchen. Das verwende ich tatsächlich sehr gerne. Das ist mein Lilbox-Täschchen. Das ist mein Schminktäschchen, das ich ständig mitnehme. Einmal das Repair Spray Pink Lemonade. Habe ich das? Weiß ich gar nicht. Dann einmal, von The Body Shop hat jemand das rausgetan. Das war in der My Little Box drin, aber ich habe es natürlich schon, deswegen das bleibt auf jeden Fall drin. Für jemanden, der das testen will, sonst hätte ich es mir auf jeden Fall rausgenommen. Ich habe mir leider auch das Blaue ausgesucht. Wenn es jetzt ein anderes gewesen wäre, hätte ich es mir behalten. Ja, da hat wohl einer die My Little Box fast hier reingepackt. Und ich weiß nicht, ob ich das habe, kommt auch mal auf einen Vielleicht-Stapel. Dann haben wir hier einmal drin von LM Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Boah, das ist die gelbe, oder? Das ist einfach bloß die gelbe in einer anderen Verpackung, wenn ich mich nicht alles täusche. Bei Lemon, glaube ich, habe ich schon. Wird also leider weiter wandern. Einmal Slushy Apple, pflegende Cremeschale, habe ich selber noch. Einmal eine Kette. Das ist anscheinend eine ganz normale goldene Kette. Ohne Anhänger. Ja. Nein. Wird auf jeden Fall auch weiter wandern, kann ich leider nicht brauchen. Dann einmal Caudalie Vino Perfect Serum. Das wäre schon interessant. Von Lancôme, das habe ich selber. Dann einmal, was ist das? Ich glaube, der ist aber nicht mehr gut. Der ist ausgedruckt. Achso, der gehört so. Das kann natürlich sein, dass man den erst noch nass machen muss. Stereo, aber es ist sowieso nicht meine Farbe. Wandert weiter. Und einmal Peeling Maske habe ich auch selber. Dann einmal die die Zahnpasta habe ich nicht so gut vertragen. Wandert leider auch weiter. Von L'Oreal Anti-Age Perfect. Oh, von Kiko. Ja, das muss ich jetzt fast behalten. Kiko kann ich nicht weitergeben. Dann einmal von Uli Hendrickson, die Banana Bright Cream. Die habe ich selber. Die war auch, glaube ich, in der My Little Box drin. Mitchell & Mia Eyeshadow Stift, der wird weiter wandern. Und auch das von Dior. Aber das Kiko, das muss ich fast testen. Das Kiko sieht sehr interessant aus. Das ist auch so ein bisschen dickflüssiger. Sieht sehr fest aus. Würde ich mich mega interessieren. Ja, habe schon wieder einiges gefunden. Eine sehr vollgefüllte Tasche. Auch die von My Little Box. Und zwar einmal 27 Stunden Feuchtigkeit, Hydro El Vital, Hyaluronsäure Feuchtigkeit für bedürftiges Haar. Okay, und zwar haben wir da einmal Spülung und Shampoo dazu. Habe ich leider genug, wird leider weiter wandern. Dann einmal Hallo Streichelhaut Kirschblüte, wird auch leider weiter wandern. Genauso wie das Wassermelone. Dann einmal Shampoo Lotus Kokosnuss. Ich habe so viel Duschgel und alles, das muss leider alles weiter. Und einmal von Bilou Made with Love Duschgel. Wandert leider alles weiter. Ich habe leider genug, was ich erst aufbrauchen muss. Das ist das Problem. Obwohl das L'Oreal El Vital hätte mich tatsächlich interessiert. Das wäre sehr interessant gewesen. Aber nein, wirklich nur, was ich
mir nicht selber kaufen würde. Das würde ich mir selber kaufen. Dann einmal von Bilou das Kiwi Spray, auch ich selber. Einmal von La Mer Sun Gel Protection Sun, das glaube ich hatte ich auch selber. Ich weiß nicht mehr, wo das drin war, in irgendeiner Apothekenbox, aber das hatte ich, soweit ich weiß. Dann einmal Holy Grace Rival Loves Me, ein Highlighter. Der ist ja schon gebraucht, oder? Die sind ja desinfiziert, ich probiere den jetzt aus. Ja, der sieht schon schön aus. Vielleicht stopp. Und dann einmal Body Milk. Kann ich nicht brauchen. Kann ich leider nicht brauchen. Dann einmal Castor Oil, Rizinusöl für Haut und Haare. Die Öl habe ich es leider nicht so, gebe ich ehrlich zu. Dann einmal eine Kerze, Stumpenkerze. Duftet aber nicht. Habe ich leider auch genug. Und einmal Garnier Skin Active Wasser, was ich leider auch noch so viel aufbrauche. Ja, ihr merkt es, ich bin gerade eher der entweder besondere Pflege oder dekorative Kosmetik-Typ. Aber es kann einem ja auch nicht alles gefallen. Genau, dann haben wir hier noch ein Säckchen. Hier ist auch noch was zum Nehmen, denke ich mal. Mega schöne Karte. We are what we eat, that makes you extremely sweet. Hallo ihr lieben Mädels, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich wünsche euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Mit allen euren Lieben. Kommt gut in das neue Jahr. Für jede von euch einmal Schoki und Fritt zum Naschen. Liebe Grüße, eure Jenny. Oh, da freue ich mich auf jeden Fall auch. Vor allem, ich sehe schon was. Weiße Schokobons. Lecker. Ich liebe weiße Schokobons. Werde ich mich auf jeden Fall sehr gerne was nehmen. Einen weißen Schokobon. Und ich nehme mir einmal Orange. Süßigkeitenmäßig und maskenmäßig versorgt. Karte natürlich wieder rein. Dann haben wir das letzte tatsächlich von hier drin. Und zwar einmal diese Box. Wir haben hier einmal, ach ja, so Duftwachse, Lemongrass, was ist das? Blumenladen, das riecht so stark hier raus. Und kleiner Duftguss von Miss Sorby Box Sultan. Aber ich habe so viel, ich muss das auch brauchen. Obwohl mich Lemongrass echt interessiert hätte. Aber es soll lieber jemand testen, der nicht so viele Kerzen wie ich hat. Dann haben wir hier einmal von Yogurt B ein Micellenwasser. Das ist ja auch hier so ein Aufkleber drauf. Nehme ich hier jetzt zum Zugleben. Das ist ja mega interessant. Vielleicht stoppen. Lancôme Genifique brauche ich leider nicht. Genauso wie den Nagellack. Genauso wie das PO, das habe ich auch schon. Dann einmal Goldmeier Naturalseife. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die nicht vielleicht von mir ist. Das kann gut sein. Einmal von Bang Beauty die Palette. Die habe ich leider schon. Einmal von M. Awesome Magic Fruit Silk Sensation Compact Puder. Nee, zu dunkel. Sonst hätte ich es echt genommen. Dann für diabetische Füße brauche ich Gott sei Dank auch nicht. Von Steve Laurent nochmal eine Palette, aber die denke ich habe ich auch schon. Das ist halt die immer in der Glossybox drin ist. Dann einmal von Amber Valletta. Was ist das? Highlighter, oder? Wandert leider auch weiter. Ich habe ja jetzt schon einen Highlighter. Dann von Wishful eine Creme. Von dem Awesome eine Reservatur-Creme und einmal die Kakaopalette. Ja, nein, dann werde ich mir auf jeden Fall hier noch das Micellenwasser rausnehmen von Yoga B, weil das interessiert mich mega. Aber der Rest der wandert weiter. Ja. Was habe ich mir rausgesucht? Ich habe mir einmal rausgesucht, beziehungsweise das wird dann weiter wandern. Auf jeden Fall werde ich leider jetzt weitergeben. Aber ich werde mir behalten einmal von Ekiku das Serum. Bin ich mega gespannt. Dann einmal der Holy Grace Highlighter. Das Rival Lilou Make-up will ich auch sehr gerne testen und einmal von Yoga B das Micellenwasser. Ja, dann habe ich auf jeden Fall genug, würde ich sagen. Und einiges an Masken habe ich. Ja, freue ich mich. Danke an euch, liebe Mädels. War auf jeden Fall einige schöne Sachen dabei. Ich werde jetzt erst die Kamera ausmachen, weil ich habe noch 4 Pakete, die ich auspacken muss. Und dann, damit ich mir Speicher spare und danach jetzt weitermache. Wie gesagt, schaut bei der lieben Sophie dabei, die hatte das Paket davor. Und schaut auf jeden Fall bei der lieben Lydia vorbei, die hat das Paket nach mir, würde mich sehr freuen. Lasst einen lieben Gruß da. Und natürlich auch bei den anderen Mädels, wie gesagt, sind alle unten verlinkt. Und dann war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sagt mir in den Kommentaren, was hättet ihr auf jeden Fall behalten. Was hätte euch interessiert, würde mich sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!